Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten FIFA 19 Video und heute gibt es mal wieder ein Squad-Builder und heute um die Karte von Aaron Ramsey. End of the Era ist einer meiner Lieblingsspieler in der Premier League und natürlich, wenn euch dieses Video wieder gefällt, gerne ein Like da lassen und gerne kommentieren, dann mache ich gerne sowas öfters. Der hat mich einiges an Coins gekostet, aber man sieht es ja hier, Erstbesitzer, untauschbar. Schöne Werte, kann man auch noch mal kurz darauf eingehen. Genau hier. Temposchuss, Passspiel, Dribbling. Sehr, sehr cooler Spieler. Ich hoffe, der wird sich auch super gut spielen. Ich habe ja einige Premier League Special Karten in SBCs gemacht. Also eigentlich fast nur die, die mich interessiert haben. Wie Šeš, ich glaube, ich guck mal kurz. Ich habe noch kein Spiel mit ihm gemacht. Genau, seine Premiere. Das heißt, einige Spieler kriegen hier die Premiere. Jetlin haben wir ja schon mal in einem der letzten Videos gesehen. Und Arnautovic kennen wir auch, darum habe ich ja auch, glaube ich, ein Video gemacht. Ich will jetzt nichts falsch erzählen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und dann habe ich heute noch zwei Champions League-Karten gezogen mit Smalling und Origi. Ansonsten habe ich leider nicht so viele Premier League-Spieler, weil man sieht es ja unten auf der Bank. Ich spiele hauptsächlich im Moment Bundesliga-Team. Und deswegen, ja, habe ich auch mehr Special-Karten aus der Bundesliga. Und ansonsten denke ich mal ab ins Game. Wichtigstes gesagt. Und hoffentlich ein schönes Match. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich einen Gegner gefunden habe. Christensen, Lingard, Herrera, Origi. Ich will doch mal Ramsey in Action sehen, aber er kommt hier gar nicht in diesem Team zur Geltung. Origi, Lingard, Lanzini. Das ist Ramsey. Ich will mal gucken, was der für einen Schuss hat. Okay, schade. In Rivals mit Origi als Stürmer, aber als einzigen Stürmer gespielt habe. Herrera hat sich den Ball super geholt, aber keine Anspielstation. Platz, Platz, Platz und nö. Er nutzt seinen Platz nicht. Oh oh. Jesus, aber Šeš kann gut klären. Oh, da war ein Fehler in der Abwehr und das ist nicht das 1 zu 0, weil der Gegner es nicht gut ausspielt und mein Šeš da super reagiert hat. So, zur Pause steht es noch 0 zu 0. Mal gucken, die Highlights, wie man sehen kann, von den Schüssen her noch nicht so überragend. Ballbesitz ist ausgeglichen und mal gucken, was ich bisher zusammenschneiden konnte. Ansonsten hoffe ich, dass die zweite Halbzeit besser wird. So, ich habe Anstoß. Mal gucken, ob wir vom Anstoß weg gut agieren können. Ob wir was Gefährliches kreieren können, sehen wir jetzt gleich. Ja, Origi, nein. Lingard wieder am Ball, Arnautovic verzögert. Sehr gut, Jedlin. Nimm einen mit, da steht einer, aber es gibt nur Ecke, weil der gegnerische Keeper gut hält. Ich spiele natürlich immer meine kurzen Ecken. Genau, Herrera aus der zweiten Reihe. Und es gibt erneut Ecke, nee, er klärt noch. Zurück zum Keeper, Šeš. Mit ganz viel Ruhe und mit ganz viel Glück dieser Pass. Jedlin Lingard geht nochmal über Jedlin. Schöner Doppelpass. Jetzt die gute Flanke, der gute Kopfball. Nein. Lingard. Oh, Lingard verliert den Ball und das gibt natürlich jetzt wieder die gute Chance für den Gegner. Er hat natürlich Platz jetzt. 1 zu 0. Läuft. Ja, das war natürlich sehr schlecht verteidigt. Keine Chance, kann ich nicht halten. Und es war der Gabriel Jesus. Ah, Gott, Gott, Gott. Šeš mit einer Glanzparade. Dann habe ich ein super Team, denke ich, zusammengestellt. Und dann kommt da so eine Grütze bei rum. Lanzini ist aber schon ein bisschen schwach auf der Brust. Origi! Ah, Glück, Glück, Glück. Abseits. Oh, Pfosten und dann abseits. Scheiße. Jetzt mal, jetzt gut gespielt, jetzt gut gespielt. Jetzt Arnautovic, Lazzini, Ausgleich. Ja, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Dusel, endlich den Ausgleich gemacht. Ja, ein zähes Spiel, wenig Highlights, aber immerhin jetzt mal zwei Tore, auch wenn eins vom Gegner war. Gerne nochmal in der Wiederholung ansehen, ich weiß, rübergelegt, aber ich musste aufs sichere Tor gehen, ich wollte nämlich nicht verlieren. Scheiße, das gibt dann Gelb-Rot von Smalling, jo. Fliegt vom Platz. Gute Nacht, Smalling. Das war unnötig. Und jetzt vielleicht mal den Lucky Punch setzen mit Jedlin. Sehr gut gespielt.
Ah, nein! Abseits, abseits, ab, Schiri. Es war abseits, oder? Nein, nein! Abseits. Gute Parade von Schesch. Sehr gut, aber es gibt leider Ecke. Verdammt. Und wieder eine Glanzparade von Schesch. Jetzt wirst du zum Helden. Jetzt einfach nur noch irgendwie das 1 zu 1 über die Zeit bringen. Wieder Glück gehabt. Und jetzt den Konter setzen. Ja, aber er ist ganz alleine da. Er ist ganz alleine, der Origi. Setzt sich aber hier durch mit Glück. Mit Glück. Ich muss einfach nur dribbeln und hoffen, dass der Ball irgendwie in den Strafraum kommt. Mit Glück. Herrera. Nein. Fehlpass. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind natürlich jetzt einer hinten weniger. Jetzt sind wir noch anfälliger für Konter und wir verlieren vielleicht mit ganz viel Pech das Spiel noch am Ende. Aber wir haben wieder eine Möglichkeit, die wir uns irgendwie erarbeiten. Mit Glück. Mit Glück. Sehr gut gespielt. Lanzini. Wieder mit Glück. Mit Glück. Geht aufs sichere Tor. Nein. So, das Spiel ist aus. Es ist 1 zu 1 ausgegangen. Ein Spiel, was am Ende hin dramatisch spannend wurde. Und ihr seht es ja hier, der Smalling ist vom Platz geflogen. Ich weiß nicht, ob ich eingeblendet habe. War jetzt nicht so spektakulär. Kann ich irgendwo kurz gucken, wie Ramsey gespielt hat? Schüsse aufs Tor, einen. 11 von 14 Pässe kamen an. Flanken hat er keine geschlagen. Gewonnene Zweikämpfe hat er auch keine gewonnen. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Er hat eine Bewertung von 6,7. Ja, okay. Vielleicht als Sechser in diesem Team geht er noch nicht so auf. Aber mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und bedanke mich fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.